Was geht ab? Heute gibt es wieder Fragen und Antworten. Ihr habt mir mega viele Fragen auf Twitter gestellt, deswegen geht's jetzt direkt los. Kannst du mal Musik mit einem Fidget Spinner machen? Klar, man kann alles mit einem Fidget Spinner spielen. Gitarrensolo, Bass-Solo, Drum-Solo. Ja, okay, das wird Bescheid, ich merke das selber. Samsung oder Apple? Keine Ahnung, warum nicht beides? Seppel, connecting people. Der Boden ist Lava. 3, 2, 1. Wow. Mein Stuhl ist kaputt gegangen. Die Lehne bleibt nicht mehr oben. Ist dein Zimmer wirklich so aufgeräumt wie in deinen Videos oder liegt der ganze Dreck einfach auf dem Boden? Es ist doch immer mega aufgeräumt. Alter, Daniel, mach das nicht. Hier oben, oben, hoch ist immer super aufgeräumt hier. Sehr aufgeräumt hier, super aufgeräumt hier. Kannst du einen Revi-Remix 2.0 machen? Ja schon, aber es wäre irgendwie langweilig, wenn ich nochmal Revi nehmen würde. Aber ich frag mal Hand of Blood. Yo, hi Max. Ja, was geht? Ich dachte, vielleicht können wir ein bisschen Musik miteinander machen. Hast du vielleicht Bock drauf? Ja, geht klar. Fett, dann fang du doch einfach an. Spandauer! Was ist euer Handwerk? Fand ich schon mega, mega cool, aber kannst vielleicht ein bisschen mehr irgendwie mit deiner Stimme machen oder so? Ja, ja, krieg ich hin. Alter, das war doch top. Jetzt wäre es noch cool, wenn du irgendwas mit einem Instrument machen könntest. Da stehen meine Zuschauer immer sehr drauf. Ja, wenn du da unbedingt willst. Auf welchen Kontinenten warst du schon? Also ich war in meinem Leben schon in Europa, um nur ein Beispiel mal zu nennen von den vielen Kontinenten. Nee, ich bin massiv rumgekommen. Nein, nein, bin ich nicht. Womit würdest du nie Musik machen? Keine Ahnung, mit Brokkoli? Wohl, wäre auch geil. Ist es dir wichtiger, dass dich Leute feiern für das, was du tust, oder dich als Person feiern? Naja, was ich tue, macht ja praktisch aus, was für ein Mensch ich bin. Insofern würde ich nicht wollen, dass mich jemand nur dafür feiert, dass ich ich bin. Das würde ja sonst heißen, dass wenn ich mich wie ein Assi verhalte, mich immer noch die gleichen Leute feiern, weil ich immer noch dieselbe Person bin. Nee, da bin ich raus. Finde ich scheiße. Bewertet die Leute immer daran, was sie tun und nicht daran, wer sie sind. Ohne Witz. Welche Cornflakes soll ich mir kaufen? Also auf jeden Fall ist die allerbeste Marke für Cornflakes Seppel. Wir machen den Weg frei. Wo ist Bizo? Ich vermisse ihn. Ja, okay, weil so viele von euch den Bizo wiedersehen wollen, hole ich ihn mal. Bizo, kommst du mal? Warte, was gibt's denn? Komm einfach. Oh ja. Ist fürs Video. Ja, komm. Hallo, ich bin Bizo. Gibt es Gegenstände in deiner Wohnung, die einen Namen haben? Hä, das check ich jetzt nicht. Das hat doch hier alles einen Namen. Das ist ein Schrank, das ist ein Tisch, das ist ein... Ich verstehe es. Oh, aber das hat die doch so nicht gemeint. Es geht doch darum, ob du irgendeinen Gegenstand einen Kosenamen gibst. Ja, aber geschrieben hat sie doch... Ja, aber das hat die gemeint. Gemeint kann ich doch nicht wissen. Digga, du musst die Fragen lustig beantworten. Pass auf, lass uns einfach die nächste Frage, ja, nehmen, okay? Was würdest du tun, wenn du für einen Tag eine Frau wärst? Oh, da würde ich aber den ganzen Tag so richtig unausführlich... Filme gucken. Das kannst du doch jetzt hier nicht so sagen. Du hast gesagt, ich soll was Lustiges sagen. Ja, was Lustiges, aber doch nicht, dass du irgendwie den ganzen Tag... Ob das nicht jeder machen würde. Es ist scheißegal, ob das jeder macht. Du kannst mir nicht jeder mein Video helfen. Du kannst mir immer mein Video kaputt. Was ist scheiße? Ich hasse das so sehr. Okay, das mit Bizo war eine scheiß Idee. Wir machen mal ohne ihn weiter. Kannst du ein Rad schlagen? Versteht ihr? Rad schlagen? Ah, hat sich nicht gelohnt, dafür das Fahrrad aus dem Keller zu holen, oder? Welche peinlichen Sachen machst du, wenn du alleine bist? Manchmal, wenn ein Song läuft und ich den Text überhaupt nicht kann, singe ich einfach trotzdem mit und fülle das dann mit irgendwelchen random Wörtern auf und hoffe, dass es keiner merkt. Despacito, Sisi, no und ein Burrito. Gracias Madrid und noch ein Burrito. Es geht uno, dos, tres und cuatro. Was war der größte Fail, der dir vor Publikum passiert ist? Mein Stuhl ist kaputt gegangen. Wenn du dich in etwas verwandeln könntest, was wäre das und warum? In eine Frau, damit ich den ganzen Tag so richtig... Oh, Bizo, halt die Fresse jetzt! Lieber fliegen können oder teleportieren können? Teleportieren finde ich eigentlich ziemlich scheiße. Und weil sich so viele von euch mal wieder das Fuhn wünschen, erkläre ich das jetzt anhand des Fuhns. Einem kleinen, süßen Comic-Geschöpf, das ich vor ganz langer Zeit mal in einem Video ins Leben gerufen habe. Das ist das Fuhn. Das Fuhn möchte sich gern teleportieren. In etwa so wie in Star Trek. Man stellt sich auf irgendein krasses Teleportationsgerät und dann ist man plötzlich woanders. Man kennt das ja. Klar, das geht in echt nicht, aber wenn es gehen würde, würde es folgendermaßen funktionieren. Das Gerät würde den Körper vom Fuhn komplett einscannen, so wie ein Scanner ein Blatt Papier einscannen kann. Dann würde das Gerät dafür sorgen, dass genau diese Teilchen an einem anderen Ort genau in der gleichen Form zusammengefügt werden. So wie wenn man das eingescannte Dokument per E-Mail verschickt und dann woanders ausdruckt. Gleichzeitig sorgt das Teleportationsgerät dafür, dass die Teilchen an dem ursprünglichen Ort verschwinden, also sozusagen zerstört werden. So wie wenn man eben das ursprüngliche Blatt Papier wegschmeißt. Merkt ihr das Problem? Es sieht für den Außenstehenden vielleicht so aus, als wäre das Fuhn plötzlich einfach woanders. Aber im Grunde wurde das Fuhn geklont, dieser Klon an einem anderen Ort erzeugt und gleichzeitig das ursprüngliche Fuhn zerstört. Das Fuhn ist also im Grunde genommen tot und der Klon lebt an einem anderen Ort weiter. So, das ist das Problem am Teleportieren.
Das ist ein ziemlicher Downer, ne? Aber um die Stimmung mal wieder hochzubringen, das Fuhn ist nicht tot, dem Fuhn geht's super, hier fährt es Ski, hier spielt es Basketball und hier rettet es gerade die Welt vor den bösen Kommunisten. Seht ihr, dem Fuhn geht's prächtig, alles super, weiter geht's. Was würdest du deinem 10-jährigen Ich sagen? Hey, klein Rezo, jetzt hör mir mal genau zu. Okay. Wenn du ein gutes Geschäft machen willst, investier dein ganzes Geld in Seppel. 20% auf alles, außer Tiernahrung. So, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich total über einen Daumen nach oben freuen. Mir hat's total gut getan, mal wieder ein Q&A zu machen. Ich hoffe, ihr fandet es auch unterhaltsam. Schreibt mir doch was Schönes in die Kommentare, da freue ich mich immer drüber. Ansonsten gibt es jetzt hier noch andere Videos. Wir sehen uns nächste Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis dahin, auf Wiedersehen.